Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Alexander Seemann, du warst gestern mit deiner Hündin Franziska bei einer Suchaktion nach einem Vermissten in Alkoven dabei. Was hat sich denn dazu getragen? Was war da los? Ich bin ungefähr um 2:45 von der Polizei und den Rescue Dogs Austria alarmiert worden zu einer Suche einer vermissten Person im Bereich Forst, Alkoven. Bin dann sofort dorthin gefahren, habe mich beim Einsatzleiter gemeldet und ich wurde kurz eingewiesen in die Lage und bin dann mit der Franziska gleich sozusagen zum Auto hin und habe dort die Suche gestartet. Ungefähr eine Stunde später bin ich dann in den Bereich des Opfers schon runtergekommen mit der Franziska. Und da haben wir eben die vermisste Person am Wegrand sitzend vorgefunden. Und ich habe dann erste Hilfe geleistet, habe die anderen Kräfte noch alarmiert. Und der Samariterbund ist dann mit der Feuerwehr und einem Geländefahrzeug zu uns zum Opfer gekommen. Und da wurde er dann erst helfermäßig versorgt und zum Notarzt nach oben gebracht worden. Und die Suche ist glücklicherweise dann beendet worden. Wie funktioniert es dann, dass dann deine Hündin, die Franziska, da nach wen suchen kann? Die Franziska hat einen Geruchsstoff von der vermissten Person bekommen. Wir haben dort vor Ort das Auto stehen gehabt und ich habe die Franziska dort riechen lassen und dann haben wir uns auf den Weg gemacht durch den Wald und sind dann glücklicherweise zu der vermissten Person hingekommen. Und hat die Franziska da gleich die richtige Spur gehabt oder wie lange dauert dann sowas, dass man da dann gleich voll loslegen kann und dass man dann nach jemandem suchen kann? Sie hat grundsätzlich schon gleich die richtige Spur gehabt, aber wir haben ein bisschen länger gebraucht und beim zweiten Mal ansetzen hat sie sich dann in die richtige, frischeste Spur quasi eingeloggt und da sind wir dann direkt zum Vermissten eigentlich dann hingekommen. Wie viele Leute waren da gestern dabei? Es waren total viele Einsatzkräfte vor Ort. Es waren mit mir auch die Rescue Dogs Austria aus Leonding mit alarmiert als Suchhunde. Es waren die Suchhunde der Polizei vor Ort. Es sind dann die verschiedenen Feuerwehren im Umkreis von Alkoven alarmiert worden. Und die waren dann auch schon alle vor Ort und hatten zu suchen begonnen. Und der Samariterbund von Everding. Wie ist es dem Vermissten ergangen, wie Sie es dann denn gefunden habt? Der Vermisste war noch ansprechbar, war aber leicht verletzt und hatte überhaupt keine Kraft mehr, konnte gar nicht mehr aufstehen und war eigentlich froh, dass wir ihn gefunden haben. Und wie schön ist es dann, wenn man da den Erfolg hat, auch für die Franziska? Oder wie wird die dann auch belohnt in irgendeiner Art und Weise? Ja, die Franziska, es kommt total selten vor, dass man wirklich bis zu dem Opfer direkt hinkommt und die Franziska hat dann sozusagen die Knacker von dem vermissten Opfer bekommen und das ist natürlich für mich als Hundeführer auf der einen Seite eine Riesenbestätigung auch für den Hund, für die Arbeit und für das Training, das man macht und weil das einfach total selten vorkommt, dass man wirklich bis zum Opfer hinkommt und das Opfer direkt findet. Also es ist wirklich 1 zu 50 ungefähr. Wie läuft gleich das sonst ab? Hunde sind im Prinzip trotzdem ein Lebewesen und sind auch fehleranfällig, genauso wie der Hundeführer, der hinten an der Leine hängt, fehleranfällig ist. Man kommt oft nicht wirklich bis hin. Es sind dann andere Umstände, dass die Person in einen Zug eingestiegen ist, dass die Person vielleicht von einer Brücke runtergehüpft ist. Es gibt wirklich verschiedenste Szenarien, warum man nicht ankommen kann. Oder weil einfach der Hund bei irgendeiner Stelle keinen Geruch mehr hat, weil sie dort aus natürlichen Gründen der Geruch einfach aufgelöst hat. Das ist mit der Sonneneinstrahlung, starker Wind zum Beispiel. Das sind alles Kriterien, die das natürlich auch beeinflussen. Das heißt, solche Suchhunde wie auch die Franziska geben dann oft den richtigen Impuls und geben die Richtung vor und leiten praktisch diese Suchaktion dann in eine gewisse Richtung und wo man dann halt dann oft dann die Menschen findet. Ja, genau, das stimmt. Also diese Main-Trailing-Hunde oder Personenspürhunde
haben grundsätzlich die Hauptaufgabe, dass sie mal eine Grobsuchrichtung vorgeben. Man weiß ja oft nichts, das Auto steht dort abgestellt und in welche Richtung ist die Person weggegangen? Und man kann ja nicht 360 Grad alles durchsuchen. Und mit den Mantrailing-Hunden hat man halt die Möglichkeit, eine Hauptstoßrichtung einmal herauszufinden. Und wie lange braucht man generell, dass man so einen Hund so trainiert, dass er dann auch Menschen suchen kann? Oder wie läuft da so ein Training ab? Die Ausbildung für solche Hunde dauert circa 3 Jahre. Also die Hunde sind zur Einsatzfähigkeit ungefähr 3 Jahre alt. Man beginnt schon im Welpenalter von 10 Wochen ungefähr. Und die Ausbildung zieht sich halt dann bis zum dritten Lebensjahr, dass man dann fertig ist. Und was muss man da machen? Wie trainiert man solche Hunde? Trainieren tut man solche Hunde mit viel Spaß und Konsequenz. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig und langwierig, weil man einfach wirklich gerade dieses Zusammenspiel Hundeführer und Hund trainieren muss. Weil der Hund ja selbst grundsätzlich ja suchen kann und weiß, wie er seine Nase einsetzen muss. Aber dieses Zusammenspiel, damit der Hundeführer den Hund lesen kann, wie der Hund arbeitet, das dauert eigentlich diese lange Zeit. Und wie oft seid ihr da so im Einsatz? Wie oft müsst ihr es dann noch Personen suchen? Heuer ist schon öfter, also im Schnitt sind es zwischen 27 und 35 Einsätze im Jahr. Alexander Seemann, Hundeführer, und mit seiner Hündin Franziska waren gestern die großen Helden bei einer Suchaktion. Danke für das Interview. Dankeschön. Live Radio. Top-Thema, der Podcast.